Die Verbindung zu ihrem letzten Spiel wurde wiederhergestellt. Spiel wird fortgeführt. Naja, gut. Okay. Hätte ich vielleicht noch ein bisschen länger warten müssen oder vielleicht ist es auch einfach, hat sich echt kurz aufgehangen. Aber jetzt sind wir ja wieder drin. Ja, geil. Und jetzt habe ich zwei Vulkane direkt von Anfang an auf der Hand. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Mann. Ich habe aber heute auch ein Kartenglück, das ist unfassbar. Ich fasse es nicht. Die Freude ist ganz deinerseits, ja meinerseits auch. Guten Tag. Und schon wieder gegen eine Valera in der Arena. Interessant. Ja, dann machen wir einfach mal gar nichts. Lassen Elementar mal Elementar sein. Echt, du hast das Gefühl, dass mehr Legendäre aus den Packungen rauskommen. Kann ja sein, dass es geändert wurde im Hintergrund. Ich weiß dazu leider nichts. So, die Ein-Ork-Armee erstmal vorschalten. Aua, das war gemein. Den hebe ich mir gerade noch auf für die nächste Runde. Du hast in den letzten 6 Wochen 7 Legendäre, darunter einen goldenen bekommen. Boah, krass. Okay, nicht schlecht. Er holt sich eine Karte zurück auf die Hand. Dann werde ich mir erstmal 3 Leben wiederholen. Und den da erstmal einfrieren. Damit er mich nicht töten kann. Dann gleich schön im nächsten Zug den Diener von Kalimos ausspielen, um noch ein Elementar zu entdecken. Boah, der hat's aber mit seinen Elementaren, ne? Ich hätte gerne diesen Blitzschlag, 2 bis 3 Schaden gegen alle, jetzt auf die Hand. Boah, der spielt echt gute Kombos. Das muss man ihm lassen. Den muss ich jetzt ausspielen. Sinnvoller wäre der Vulkan, aber den kann ich auch noch nächste Runde ausspielen. Wirkt eine Beschwörung der Elemente, wenn ihr im letzten Zug ein Elementar... Was ist denn eine Beschwörung der Elemente? Weiß ich nicht, probiere ich mal aus. Aber nicht alle Legendäre sind gut, ja, das stimmt tatsächlich. So, der macht mir gerade ganz schön Aua. Das gefällt mir nicht. So, jetzt muss auf jeden Fall erstmal ein Vulkan dran glauben. Oder verhexe ich den erstmal? Nein, verhexe ich nicht. Es muss ein Vulkan dran glauben. Boah, ich glaube, ich muss direkt nochmal einen Vulkan. Ja, ich werde direkt den zweiten Vulkan dran glauben. Damit die beiden weg sind. Klar, er latscht mir wieder voll ins Gesicht. Interessant, interessant, wie der so spielt. Auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Schaut euch das an! Na toll, die wäre gerade so schön. Aber egal, die kann ich ja nächste Runde immer noch verwenden. Gäh!
Wahrscheinlich macht er mich jetzt auch noch platt in dieser Runde. Das wäre wirklich, wirklich Pech. Wenn er jetzt noch irgendeinen Zauber auf der Hand hat, mit dem er mich platt machen kann, das wäre echt scheiße. Na, irgendwas, das 6 Schaden macht? Okay. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob er dran vorbeikommt. Wenn ja, bin ich tot. Toll, er kommt dran vorbei. Ey, es ist doch zum Kotzen. Ach, was für eine Scheißrunde. Na gut. Hä? Danke, dass ich die nicht mal auspacken muss. Okay, das habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Vielleicht habe ich ja auch mal eine legendäre Karte hier drin, aber ich glaube nicht, denn so viel Glück habe ich nicht. Aber eine epische immerhin. Spottkampfschrei fügt allen Dienern nach den urzeitlichen Drachen. Reizbares Terrorhorn, Spottkampfschrei mutiert, Todesröchel mischt einen Raptor in euer Deck. Und noch eine seltene, 2 seltene und eine epische, na immerhin. Kristallorakel, kopiert eine Karte aus dem Deck eures Gegners und erhaltet sie auf die Hand. So, eine Arena mache ich noch in der Hoffnung, dass wir mal mehr als ein Spiel gewinnen. Kauf abgeschlossen. So, schade, dass wir schon wieder keinen Hexenmeister hier drin haben. Ich werde Rexa nehmen. Ist die Waffe des Jägers. Und mal schauen, was wir hier so draus zaubern können. Ist denn irgendjemand dabei, der sagt, ah, Efransion ist mit dabei. Das finde ich gut. Du kannst mir wieder helfen, Efransion. Spott, Kampfschrei entdeckt einen Diener mit Spott. Kampfschrei verursacht Schaden, der dem Angriff dieses Dieners entspricht. Alle Diener verlieren Verstohlenheit. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse. Zieht eine Karte. Ist natürlich extrem mächtig, diese Karte. Wobei ich tatsächlich, glaube ich, eher für den Steinhöhenverteidiger bin. Den Kodo. Tatsächlich? Warum denn den Kodo? Im Ernst? Entdeckt einen Diener mit Spott, finde ich irgendwie geiler. Das Leuchtfeuer könnte in der neuen Meta ganz gut sein. Ja, aber nur wenn wir gegen irgendwas spielen, was... Also Geheimnisse hatte in den letzten 1000 Runden niemand gespielt. Das sollte ich diesmal frei entscheiden. Bei den 3 Karten sehr schwer. Na gut, wenn du sagst sehr schwer, dann verlasse ich mich auf mein Bauchgefühl und nehme den Steinhöhenverteidiger. Irse. Gesättigter Dreschadon. Hinterhofstreuner ist natürlich gut fürs Early Game. Der Fußsoldat mit Spott ist natürlich auch ganz gut, dass uns keiner angreifen kann. Ich nehme, ja genau, die Katze hätte ich auch genommen. Geheimversteck. Verleiht einem zufälligen Diener auf eurer Hand +2/+2, nachdem euer Gegner einen Diener ausgespielt hat. Kampfschrei verleiht allen Diener mit Todesröcheln auf eurer Hand +1/+1. Kampfschrei erhält +1/+1 und Spott, wenn ihr ein Geheimnis kontrolliert. 4, 7 und Spott für eine 5er-Karte ist natürlich ziemlich gut. Geheimversteck ist natürlich auch ziemlich geil. Was sagst du? Wächter oder Geheimversteck? Die Eule. Alles klar, dann nehme ich auch die Eule. Sprengfalle. Todesröcheln zieht eine Karte. Reporterin oder die Sprengfalle? Ich glaube, ich tendiere eher zur Reporterin. Du sagst auch Reporterin. Alles klar. Schmuggelware. Ich bin für die Schmuggelware. Für was bist du, Efransion? Mutierter Worgen ist natürlich auch immer ganz nett.
Ich bin für die Schmuggelware. Ja, Schmuggelware. Ja, hätte ich jetzt auch genommen. Erntegolem, Großstadtgangster, mutiert ein befreundetes Wildtier. Ich nehme den Schafzahn. Da brauche ich keinen Rat für. Ich nehme den Hundemeister. Da brauche ich auch keinen Rat für. Ich nehme nochmal den Hundemeister. Katze aus dem Hut. Geheimnis ruft einen Panther. 4-2 mit Verstohlenheit dabei, nachdem euer Gegner einen Zauber gewirkt hat. Kampfschrei erhält Ansturm, wenn ein feindlicher Diener Spott hat. Vernichtet einen Piraten. Also ich glaube, ich würde die Katze aus dem Hut nehmen. Katze, ja. Schlangenfalle. Wenn ein befreundeter Diener angegriffen wird, ruft ihr 3 Schlangen herbei. Kampfschrei zerstört die Waffe eures Gegners. Todesröcheln ruft Ratten 1-1 herbei. Die Anzahl entspricht dem Angriff des Dieners. Dem Angriff des Dieners, der angreift, oder dem Angriff des Dieners der Rattenmeute? Die Rattenmeute, sagst du. Der gefräßige Schlamm ist natürlich geil, obwohl, na, wenn ich gegen den Krieger spiele, was in der Arena eher unwahrscheinlich ist, da hast du wohl recht. Den Herr der Arena würde ich nehmen. ja, den nehme ich auch. Die Meisterin der Mixturen oder den Mehrfachschuss? Ich glaube, ich bin für die Meisterin. Da warst du zu langsam, Efransi, und da hatte ich schon ausgewählt. Mehrfachschuss, tatsächlich. Ich hätte jetzt eher die Meisterin genommen. Na gut, dann nehme ich den Mehrfachschuss. Stimmt, Anfangsgame habe ich ja schon. Oh, Akolyt. Ich bin für den Akolyten. Dringendst für den Akolyten. Ja, Akolyt sagst du auch. Kampfschrei. Lass die Hunde los. Auf jeden Fall die Hunde. Kampfschrei. Entdeckt einen Drachen, wenn ihr einen auf der Hand habt. Spott, Todesröcheln, ruht einen Schleim herbei. Oder Spott, Tentakel. Ich nehme die Tentakel. Chat dauert immer. Ja, ich weiß. Die Tentakeln, richtig. Der infizierte Tauren, echt. Na gut, wenn du das sagst, dann nehme ich mal den Tauren. Verleiht benachbarten Diener +1/+1 und Spott. Ja, ich nehme den Verteidiger von Argus. Verursacht Schaden, der dem Angriff dieses Dieners entspricht. Den wolltest du vorhin schon nehmen, ne? Dann sollte ich ihn vielleicht jetzt nehmen. Verleiht allen Diener mit Todesröcheln auf Aran +1/+1 oder nochmal die Katze. Ne, jetzt würde ich wirklich den Kodo, ja genau, das Wildtier, den Kodo nehmen. Braumeister oder Psychotron? Ich glaube, der Braumeister ist geiler. Du würdest den Psychotron nehmen. Der Braumeister ist aber ziemlich gut in Kombination hier zum Beispiel mit dem knisternden Schafzahn, weil ich habe bisher nur ein einziges Mal mutieren. Oder auch hier für den Steinhöhlenverteidiger. Da kann ich nochmal einen Diener mit Spott entdecken. Für den Einsatzkodo auch, um nochmal den Schaden zu machen. Für den Hundemeister auch, um nochmal... Ja, ich bin für den Braumeister auf jeden Fall eher. Okay, dann nimm den Braumeister. Alle Diener kosten einen mehr. Zerstört alle feindlichen Geheimnisse. Erhält +1/+1 für jedes Geheimnis. Tauscht zu Beginn eures Diener gegen einen zufälligen Diener aus eurer Hand. Nö. Mana-Gespenst oder Geheimniszehrer? Da bin ich jetzt echt der Geheimniszehrer. Okay, also da bin ich jetzt völlig leidenschaftslos gewesen. Hält jedes Mal +1 Angriff, wenn ein befreundeter Diener stirbt. Auf jeden Fall cool, zum Beispiel für die Hunde oder so. Oder würdest du nochmal den Kodo nehmen? Nee, eher den Türsteher, oder? Du bist nochmal für den Kodo, den haben wir schon, ne? Trotzdem nochmal eine 2-4er. Die Synergie der beiden. Die Synergie mit dem Türsteher. Ja, also besser den Türsteher, ne? Ja. Alles klar. Vernichtet einen zufälligen feindlichen Diener. Ja. Ich nehme den tödlichen Schuss.
Setz das Leben eines Dieners auf 1, nehme ich auch noch mit. Verleiht euren Dienern Todesröcheln. Das würde ich auch noch mitnehmen. Ja, Verseuchen nehme ich auch noch mit. Arkanriese kostet 1 weniger für jeden Zauber, den ihr im Spiel gewirkt habt. Zorn des Wildtieres verleiht einem befreundeten Wildtier in diesem Zug plus 2 Angriff und Immunität. Bringt einen Diener mit Todesröcheln zum Schweigen. Ich bin für den Meuchler. Für was bist du? Ephransion. Ich bin für den Meuchler, weil so viele Wildtiere haben wir jetzt gar nicht. Doch, ein paar haben wir. Ja, doch, schon. Ein paar haben wir schon. Ja, aber ich würde tatsächlich, ja, ich bin auch für den Meuchler. Großstadtgangster oder nochmal die Hunde? Ich glaube eher den Großstadtgangster, die Hunde haben wir schon. Wobei. Nee, ich nehme den Gangster. Erhält jedes Mal plus 1 Haltbarkeit, wenn ein Geheimnis aufgedeckt wird. So viele Geheimnisse haben wir nicht da. Wir haben, glaube ich, gar kein Geheimnis, also ist der für den Arsch. Wenn ein Feind euren Helden angreift, greift er stattdessen einen zufälligen anderen Charakter an. Kampfschrei erhält plus 1 Angriff für jede andere Karte auf eurer Hand. Ich glaube, ich wäre am ehesten für den Drachen, einfach aufgrund dessen, weil wir viele Zauber jetzt drin haben. Die Irreführung oder die Waffe? Dann auf jeden Fall die Irreführung. Also ich wäre eher für den Drachen gewesen, aber gut. Gucken, was wir hier noch haben. Schaut euch die 3 obersten Karten an. Ich nehme den unheimlichen Schrecken. Kampfschrei erhält Ansturm, wenn ein feindlicher Diener spottert. Kampfschrei löst den Todesröcheln-Effekt eines befreundeten Dieners aus. Auch nicht schlecht. Schreckenschuppenjäger oder den Pickelhaubenheizer? Ich habe zu viele 4 Mana, um nochmal den Drachen zu nehmen. Alles klar, stimmt. Den Heizer, alles klar. Dann nehme ich den Heizer. Und jetzt würde ich nochmal den Schlamm mit Spott nehmen. Oder den Kriegsgolem nochmal fürs Late Game. Ich habe echt ziemlich viele. Den Murloc, alles klar. Dann nehme ich auch den Murloc. Und als letzte Karte verleiht am Ende eures Zuges einem anderen mit zufälligen Freunden Lieder plus 1 Leben. Nee. Verleiht den befallenen Wolf oder nochmal das Geheimversteck? Ich bin, glaube ich, für den befallenen Wolf. Allein, weil wir die 2 Hundemeister haben. Und es nochmal ein 3-3er Wildtier ist. Und wir dann nochmal 2 Wildtiere auf der Fläche hätten. Das musst du frei entscheiden. Ich nehme den Wolf. Gut. Na denn, bin ich mal gespannt, ob wir was reißen können. Ich glaube, so geil ist das Deck nicht. Ey, die Arena ist echt auch sehr, sehr viel Glück. Immer, was man so für Karten vorgesetzt kriegt. Oh, Jäger gegen Jäger. Gegen den Bold Man. Gegen den mutigen Mann. Oder gegen den glatzköpfigen Mann. Wie auch immer, wie man es sehen will. Das Todesröcheln behalte ich direkt auf der Hand. Die 3 anderen Karten tausche ich aus. Dann schauen wir mal, ob wir hier irgendwas reißen können. Nur 3er und 4er Karten schon mal direkt am Anfang. Interessant. Grüße. Und erstmal das Feld zerstören hier. Joa, da machen wir mal noch gar nichts. Und zerstören lieber weiter das Schlachtfeld. Okay, der fängt auf jeden Fall schon mal gut an hier. So, dann nehme ich direkt mal die Münze und spiele unseren Steinhöhlenverteidiger aus. Sportkampfschrei ruft einen weiteren Imperator herbei. Nö, ich nehme den Psychotron.
Ja, ich nehme den Psychotron. Den habe ich ja nicht genommen. So habe ich ihn zumindest trotzdem auf der Hand. Müssen wir mal kurz anders hinsetzen. Okay. Hat er direkt mal seinen Zauber verbraucht. Interessant. Dann machen wir noch mal 2 Schaden. Können wir gleich direkt wieder spotten und danach die Runde direkt wieder spotten. Er spottet aber auch. Fair enough. Sturm. Ich spiele das erste Mal die Hunde aus. Schadenspunkte. Psychotron hättest du gemacht, ja. Spiele ich nächste Runde aus. Aber ich habe ja auch noch meinen tödlichen Schuss, um den zu vernichten. Die Hunde auch gut waren, ja. So werde ich den schon mal los. Nochmal 2 Schaden. Lauter Tippfehler heute. Das ist eine seltsame Klasse. Du magst den Jäger nicht. Ich mag den Jäger auch eigentlich überhaupt nicht. Asche zu Asche. Den werde ich los. Es ist alles irgendwie fies hier. Wird er wahrscheinlich jetzt mit dem kalt machen. Okay, oder auch nicht. Ich hätte gerade gerne einen Vulkan. Aua, ja, tut schon ganz schön weh diese Runde. Ich habe auch nichts gegen viele. Gegen viele Diener. Kann ich bitte einmal Glück haben? Natürlich nicht. Schade. Wäre auch zu schön gewesen. Jetzt bin ich schon tot. Ich hätte ja auch ein einziges Mal Glück haben können und den rastlosen Abenteurer dadurch vernichten können.
Tja, der und der noch gegen mich, der ins Gesicht und die Heldenfähigkeit und damit bin ich tot. Oder so geht natürlich auch und mich direkt tot machen. Gut gespielt. Warum haben die Gegner eigentlich immer die Karten von Anfang an auf der Hand, die sie brauchen? Irgendwie wurmt mich das. Naja, schauen wir mal, was wir sonst noch so reißen können mit dem Jäger. Ich bin gespannt. Es dauert auf jeden Fall wieder. Ich habe mir diesmal auch vergessen, was zu trinken mitzunehmen. Das war nicht so klug.